Machst du jetzt ein bisschen erfrischend. Achtung, es wird kalt. Der 17-jährige Jonas hat eine besonders schwere Form von Muskelschwund. Ausgelöst durch einen Gendefekt, der dazu führt, dass sich seine Muskulatur in Fett- und Bindegewebe umwandelt. Und das Familienleben hat sich eigentlich, seit wir mit 1,5 die Diagnose bekommen haben, komplett umgekrempelt. Es ist nichts mehr eigentlich, wie es war. Und wir haben uns dann aber Stückchen für Stückchen zusammen arrangiert. Und inzwischen ist es ein Leben, was eigentlich ganz gut funktioniert. Dennoch ein Leben, in dem die Diagnose Muskelschwund den Alltag bestimmt. Weil sich die Eltern dafür entschieden haben, ihr Kind zu Hause zu pflegen. Damit Familien wie die von Jonas in ihrem Alltag Unterstützung bekommen, möchte Karin Eckstein die Familienherberge Lebensweg bauen. Sie soll in erster Linie eine Auszeit sein für die gesamte Familie, ob mit gesunden Geschwisterkindern oder auch nur als Ehepaar. Was ganz wichtig ist, dass die Eltern selber entscheiden, wie viel Auszeit dass sie sich nehmen wollen, aus der Pflege rausnehmen wollen, wie viel Zeit dass sie ihr Kind bei uns überlassen, unseren Fachkräften überlassen. Dann ist uns wichtig, dass die Eltern auch mit ihren gesunden Kindern einfach eine Auszeit haben oder auch die Eltern untereinander sich treffen können, sich austauschen können. Entstehen soll die Familienherberge Lebensweg hier auf dem elterlichen Hof in Schützingen. Bis es soweit ist, braucht es allerdings noch viele Schritte. Ich bin hier vorher auf der vorderen Seite reingegangen. Jetzt im Moment befinden wir uns hier. Wir schauen auf diese Seite und geplant ist, dieser Teil hier bleibt privat. Da werden die Eltern weiterhin wohnen, also unsere Eltern und alles andere. Der Rest des Gebäudes geht in die GmbH über. Das heißt, es gibt später dieses Haus für die Kinder. Hier werden 6 Kinder untergebracht. Oben sollen die Eltern dann später wohnen dürfen. Dann haben wir noch Therapieräume, sollen noch zur Verfügung stehen. Ein besonderer Therapieraum, ein Snuselraum wird es geben. Dann braucht man einen schönen Wohnbereich, einen schönen Essbereich, in dem sich alle treffen können, wo viel Gemeinschaft und Leben stattfinden soll in diesem Haus. Noch fehlt es an ausreichend Geld zur Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen. Im Moment sind wir ganz stark in der Öffentlichkeit, wir sind ganz stark am Suchen eines Investors, das wäre natürlich hervorragend, oder Großsponsoren, die sagen, wir geben euch ein Stück des großen Brocken und wir können damit einfach anfangen mit einem Gebäude. Ansonsten ist der Förderverein im Moment dabei, viele Spenden einzutreiben, damit wir doch unserem Ziel näher kommen. Je schneller die geplante Familienherberge Lebensweg Realität wird, desto besser für Familien wie die von Jonas. Die große Hoffnung in die geplante Einrichtung setzen. Eigentlich die Möglichkeit, mal, dass Jonas mal Urlaub machen kann von zu Hause, dass es Jonas einfach dann dort gut geht, weil wir dann auch das Gefühl haben, wir können auch zur Ruhe kommen, weil das ist so ein ziemliches Miteinander. Geht's Jonas gut, geht's uns gut, geht's Jonas nicht gut, geht's uns auch nicht gut. Dass es auch die Möglichkeit gibt, dass die Eltern teilweise mit da bleiben können, gerade am Anfang, bis sich das so alles eingespielt hat, bis die Kinder sich so irgendwo angekommen sind, vielleicht, wenn das für Jonas wichtig wäre, dass ich die Möglichkeit hätte, dann da auch 1-2 Nächte zu sein. Und für mich die Möglichkeit, mal mit meinem Mann hier zu Hause Urlaub zu machen. Der Wunsch nach ein paar Tagen Auszeit in einem von der Diagnose Muskelschwund geprägten Leben. Ein Wunsch, der in der geplanten Familienherberge Lebensweg verwirklicht werden könnte.